Freitagskamin. Das schlägt einem ja auf den Magen. Jemand hat Frau Walters legendäres Rezeptbuch gestohlen. Findest du heraus, wer es war? Lies die Tipps und frage die vier Beteiligten. Ja, hallo, ich bin Jens der Christ und ich war es nicht. Ich habe nicht das Rezeptbuch gestohlen. Aber wir wollen ja herausfinden, wer es war. Und dann fragen wir mal die vier Beteiligten, wobei ich frage nur drei Beteiligte, aber dazu komme ich später. Dann fragen wir mal Frau Walter. Hey Cortana. Frage Frau Walter. Oh je, mir nehmen ein Rezeptbuch. Jemand ist eingebrochen und hat es mitgenommen. Das Küchenfenster stand sperrangelweit offen, als ich in die Küche kam. Oh Jemini, wer klaut denn ein Rezeptbuch? Wer macht denn sowas? Das wertvolle Rezeptbuch. Aber das Küchenfenster stand offen, also kam der Dieb vielleicht durch das Fenster oder hat es einfach dann da so genommen? Wer weiß, wer weiß. Dann fangen wir doch mal Herr Walter. Hey Cortana. Frage Herr Walter. Hey Cortana. Frage Herr Walter. Hey Cortana. Frage Herr Walter. Es ist echt schade um das Rezeptbuch. Jetzt kann meine Frau nicht mehr den Karottenkuchen zubereiten, den ich so liebe. Da fällt mir ein, Frau Seiler war immer vernarrt in diesen Kuchen. Ja, also der Karottenkuchen, der ist sehr beliebt bei Herr Walter und Frau Seiler ist ja sehr beliebt gewesen, der Karottenkuchen. Vielleicht hat ja Frau Seiler da das Buch geklaut, um den Karottenkuchen zu backen, ne? Bloß warum fragt sie nicht einfach nach dem Rezept? Naja, okay. Dann fragen wir doch Frau Seiler. Hey Cortana! Hey Cortana! Frage Frau Seiler. Also. Ich habe bei meiner Nachbarin Frau Walter nachgesehen. Und vor dem Fenster, durch das der Dieb gestiegen sein soll, ist ja direkt das Tulpenbeet. Und keine einzige Blume war geknickt. Wenn Sie mich fragen, ist da was faul? Tja, was ist denn da faul? Also keine einzige Blume war geknickt. So, und jetzt haben wir drei Beteiligte gefragt. Und wir können noch einen vierten Beteiligten fragen. Allerdings habe ich den Namen vergessen. Ich weiß nur, dass es der Nachbar ist. Und der Nachbar hat, glaube ich, sowas in der Art gesagt, was ich jetzt euch sagen werde. Warum soll ich dieses Rezeptbuch klauen? Ich mag doch den Kuchen gar nicht oder irgendwie sowas. Nicht mal der Mann von Frau Walter mag den Kuchen. Sowas in der Art hat, glaube ich, der Nachbar gesagt. Okay, dann hätten wir jetzt die Aussagen der vier Beteiligten und dann glauben wir jetzt mal erstmal, dass es Frau Seiler war. Hey Cortana, Frau Seiler war es. Leider falsch. Ein Tipp, der Einbrecher kam nicht durch das Fenster. Ach stimmt, ja, er hat ja gesagt, dass er nicht durchs Fenster kam. Ja, dann muss es doch wohl die Frau gewesen sein, Frau Walters. Hey Cortana, Frau Walter war es. Leider falsch. Ein Tipp, der Einbrecher kam nicht durch das Fenster. Na gut, okay. Dann fragen wir jetzt noch den Nachbarn und der Nachbar sagt so viel wie, ich war es nicht. Also, Cortana sagt, leider falsch, wenn man sagt, der Nachbar, wie auch immer der heißt, der war es, dann sagt Cortana leider falsch. Und dann sagt sie einen Tipp, jemand lügt, glaube ich. Ich glaube sowas in der Art, sagt also, dass jemand lügt. Und wer könnte dann noch lügen? Ja, der Mann. Hey Cortana, Herr Walter war es. Gut gemacht. Herr Walter hat gelogen, als er sagte, dass er den Karottenkuchen seiner Frau liebt. Wie sein Nachbar ausführt, konnte er den Kuchen nicht ausstehen. Deswegen hat er kurzerhand das Rezeptbuch verschwinden lassen. Die Blumen vor dem Fenster waren nicht geknickt, weil der Dieb nie durch das Fenster einstieg. Er befand sich die ganze Zeit im Haus. Tja, der Herr Walter geht anscheinend nie nach draußen, denn er befand sich die ganze Zeit im Haus. Naja,
Das Zeit, das liest man jetzt hier nicht mehr so gut, weil das unterhalb, also Zeit in Haus, steht ganz unten. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß nicht mehr die Namen und ja. Ach ja. Hey Cortana, erzähl eine Geschichte. Worauf hast du Lust? Märchen, Gruselgeschichte oder Liebesgeschichte? Liebesgeschichte. Kürzeste Liebesgeschichte. Prinz, Kuss, Schluss. Na gut. Na gut. Ja, das war es dann für heute. Ich sag mal, Schluss machen wir jetzt auch. Den Kuss und den Prinzen lassen wir weg. Und ich wünsche dir noch Gottes Segen und dann bis zum nächsten Freitag. Vielleicht sollte ich dieses Ganze auch mal früher aufnehmen, denn dann könnte es sein, dass die Hinweise noch da sind und ich dann da mit den Hinweisen noch arbeiten kann und ich sie nicht vergesse. Na gut.